So, dann wollen wir unsere erste Versammlung in dieser speziellen Location, ich glaube, mit einer Woche hatten wir jetzt noch nie hier, aber ist gar nicht schlecht, gell? Also so durch mit den Tischen hat man doch ganz, ganz gemütlich noch. Herzliches Willkommen noch einmal in diesem Rahmen und wir haben ja abends immer auch noch unsichtbar für uns weitere Zuhörer, Zuschauer über den Livestream. Der ein oder andere von euch, ich bleibe mal bei der Du-Ebene als Brüder, ja. Der ein oder andere von euch hat vielleicht die letzten Wochen, Monate auch dazugehört oder gehört noch dazu, dass er ab und zu mal abends Langensteinbacher Höhe Livestream verfolgt. Jetzt würde mich noch, bevor wir gleich so ganz offiziell starten, interessieren, haben wir denn jemanden in unserer Mitte, der zum allerersten Mal auf der Langensteinbacher Höhe ist? Ja? Ein besonders herzliches Willkommen euch beiden. Darf ich fragen, wo du herkommst? Ach, haben wir uns vor 14 Tagen gesehen? Nein. Aber warum nicht? Okay, und dann da hinten, wo kommst du her? Bitte? Ach, Vogtland, ja, hier, super. Sachsen ist da, wunderbar. Herzlich willkommen. Schön. Wir haben ja ein ganz spezielles Thema, das kann man, glaube ich, auch missverstehen. Ich weiß nicht, wie der ein oder andere das so gewertet hat. Ruhe rettet, das kann man auch nicht missverstehen, aber zur Wiederentdeckung des Sabbat, ja. Da haben vielleicht manche gedacht, driftet die Langensteinbacher Höhe jetzt in die adventistische Richtung ab, ja. Also, dem ist nicht der Fall, sondern es geht um die innere Gesetzmäßigkeit, um den geistlichen Hintergrund, der damit verbunden ist. Jetzt wollen wir also unsere erste Versammlung im Namen Jesu beginnen. Und da es ja um Ruhe geht, habe ich zu Beginn zwei Lieder, die mit Frieden und Ruhe und Zeit mit Gott zu tun haben. Das erste Lied, ein altes Lied, also relativ alt. Junge Leute würden sagen steinalt, aus dem 19. Jahrhundert, ja. Und andere, so, die noch ein bisschen das ältere Lied gut kennen, sagen, relativ neues Lied, ja, aus der Erweckungsbewegung. Also wie ein Strom von oben aus der Herrlichkeit fließt der Friede Gottes durch das Land der Zeit. Dieses Lied finden wir unter der Nummer 398 und wir singen die drei Strophen. 3, 9, 8, 1 bis 3. Thank you.
Ja, heute Abend wollen wir starten mit Festzeiten Israels als Ruhe vor Gott. Und bevor wir ein zweites Lied singen, lese ich uns einige Verse aus dem Erschaffensbericht Genesis 1. Ich mache dann auch mal einen Sprung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war oder wurde wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da wurde aus Abend und Morgen der erste Tag. Und das heißt dann immer wieder, auch beim zweiten Tag, Vers 13, da wurde aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es werden Licht an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre, und seien Licht an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf der Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde, und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da wurde aus Abend und Morgen der vierte Tag. Wir beten. Vater, wir danken dir für diesen ersten Abend, für die Tage, die vor uns liegen, als ein Vorrecht und ein Gnadenerweis von dir, eine besondere Zeit der Gemeinschaft vor dir und miteinander zu haben, durch deine Güte und Gnade. Und wir bitten dich, dass du zum Zug kommst, dass wir zur Ruhe vor dir kommen. Keine schläfrige Ruhe, keine Friedhofsruhe, sondern eine hörbereite Stille, ein Aufmerken, ein inneres Offensein. Danke, dass du um jeden weißt, kennst seine Sorgen, kennst seine Nöte, seine Fragen. Du weißt um die anderen beiden Gruppen, bei Elke Seib und auch die Nähtage. Danke, dass du mehr tust, als wir bitten und verstehen. Danke für deine Treue. Auf dich ist Verlass. Amen. Amen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und bevor wir dieses Lied singen, möchte ich noch kurz besonders auch Paul Reile in unserer Mitte begrüßen. Paul Reile gehört auch zum Haus. Hat also einen kurzen Anreiseweg gehabt. Du hättest eigentlich wahrscheinlich von der Gemeindefreizeit gar nicht groß ausziehen müssen, bist heute die Ende der am Sonntag wieder da. Und Paul Reile, der macht nicht nur im Ältestenkreis und im Bruderrat, ist er aktiv an der Leitung des Hauses beschäftigt, sondern seit etlichen Jahren, ich weiß gar nicht wie lange, machst du auch die Gebetszeiten und die sind jeweils um 8 Uhr morgens, also vor dem Frühstück, tägliches Morgenlob, hier drinnen, Paul, hier drinnen, und so 8.20 Uhr, 8.15 Uhr sind die fertig und dann kann man gerade zum Frühstück gehen. Also herzliche Einladung zu den Gebetszeiten, zum Morgenlob mit Paul Reine, die sind jeden Tag, außer am Sonntag, da kann man mit der Gemeinde beten. Gut, dann wollen wir noch einmal singen, ein Lied von Peter Strauch. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein in dir. 336, und wir singen alle drei Strophen.
Ja, was ist eigentlich ein Katechismus? Unter einem Katechismus versteht man ein Handbuch über die Grundfragen oder die Unterweisung über die Grundfragen des christlichen Glaubens. Also ganz bekannt ist natürlich der kleine und große Katechismus von Martin Luther oder der Heidelberger Katechismus, 16. 17. Jahrhundert. Jetzt ist erstaunlich, dass Raphael Samson Hirsch, er lebte von 1808 bis 1888, war einer der bedeutendsten Rabbiner im deutschsprachigen Raum im 19. Jahrhundert. In Frankfurt wirkte er, dass er folgenden Satz sagt: Der Katechismus des Judentums ist sein Kalender. Und das ist doch sehr erstaunlich. Also das Handbuch über die Grundfragen des Glaubens im Judentum, so Rabbi Hirsch, das ist sein Kalender, sein Festtagskalender, die geistliche Ordnung des Jahres, des Tages, der Monate und so weiter. Und das finde ich doch erstaunlich. Also wenn man jetzt vorher gefragt hätte, wo finden wir in kurzer, kompakter, zusammengefasster Weise in der Bibel, was den jüdischen Glauben ausmacht. Ich glaube nicht, dass einer von uns, außer er hätte das schon irgendwo mal in dieser Weise gehört oder bedacht, dass einer von uns gesagt hätte, ja, das finden wir zum Beispiel 3. Mose 23, wo die Feste des Herrn beschrieben sind. Wir hätten wahrscheinlich eher gesagt, ja, das ist doch ganz klar, bei den 10 Geboten, ja, da kann man alles irgendwo festmachen, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben und Exklusivitätsanspruch und man kann auch du sollst mit du wirst, also als Verheißung übersetzen, da hätten wir es vielleicht festgemacht. Oder hätte gesagt, vielleicht umfassend die ganze Tora oder besondere Kapitel der Propheten, aber der Kalender des Judentums. Und deswegen wollen wir uns in dieser ersten Einheit, wo es ja um Ruhe vor Gott und Stille vor Gott und Aufmerken auf Gott generell in der Freizeit geht, jetzt einmal Gedanken machen über die Rhythmen, die Gott festgelegt hat. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, ich musste selber nachschlagen, wie lange das her ist, an die große Diskussion des verkaufsoffenen Sonntags. Also ist ja jetzt immer wieder im Gespräch, weil es liberale Kräfte gibt, die sagen, wir wollen nicht nur in der Adventszeit oder wann das dann genau ist, wann es da verkaufsoffene Sonntage gibt oder 4 im Jahr, die dann verteilt werden können, sondern wir wollen generell immer, dass Geschäfte öffnen und schließen können, wie sie wollen, 7 Tage die Woche. Ich kann mich erinnern, als ich in New York war, haben wir mal nachts eine Milch gekauft. Gut, da haben die meisten Geschäfte auch zu, aber man kann immer irgendwo was einkaufen und immer. Und wir leben ja in einer Zeit, die gekennzeichnet, ich weiß nicht, ob es heißt 724 oder 24-7. 724 heißt, gell? 24-7, ja, das sind die EDVler, die wissen Bescheid mit den Anglizismen. Also 24-7, das bedeutet 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also mit anderen Worten, immer. Wenn Sie Online-Einkäufer sind, ist es ja schon so. Ja, ich gestehe, ich kaufe auch nicht wenig online ein. Im Innern einer Stadt und eines Kaufhauses findet man nahezu nicht. Bekleidungs- und Schuhgeschäfte versuche ich zu vermeiden. Und da können Sie, wenn Ihnen nachts um 1 Uhr einfällt, Sie haben noch kein ordentliches Hemd für die Konfirmation Ihres Neffen, können Sie nachts um 1 Uhr ein Hemd ordern. Online, kein Problem. 7, 24, 24, 7. Oder denken wir an die Börsengeschäfte, die Finanzwelt, das wird ja immer mehr zum 24-7. Jetzt habe ich so oft gesagt, das ist schon wieder 24-7, so rum ist es richtig, das Größere zuerst. Jedenfalls nach eurer Version, ne? 24-7. Also ich sage immer gern so, kaum schließt Shanghai, Hongkong ist noch ein bisschen länger offen, oder Tokio, dann macht schon, natürlich Moskau ist schon offen, dann die Börsen Dubai und so sind noch nicht so bedeutsam, Abu Dhabi, dann kommt schon Frankfurt, Paris, London eine Stunde später und die haben noch nicht geschlossen, da öffnet die Mutter aller Börsen New York und dann geht es an die Westküste und dann, also
rund um die Uhr. Nun, da gibt es noch ein Wochenende und an hohen Feiertagen ist da auch zu, aber es kommt immer mehr der rund um die Uhr Handel, außerbörsliche Zeiten, wo man handeln kann. Es gibt inzwischen Anlageprodukte, ich will das jetzt nicht so weit ausführen, aber wie den Bitcoin, da haben Sie ja sicherlich alle schon mal was gehört, die werden rund um die Uhr gehandelt, also da werden auch Kurse am Wochenende gestellt. Das Ganze führt zu einer Unruhe und zu einer Betriebsamkeit und zu einem, ein Mensch kommt nicht mehr zur Ruhe. Es ist alles nur noch irgendwie Alltag, 24/7. Und jetzt, das Ganze hat natürlich nicht vom Himmel gefallen, das ist eine wirtschaftliche Entwicklung, aber auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Und 2003 war das noch heftiger in der Diskussion, als es jetzt in der Diskussion ist. Da ging es um die Freigabe des Sonntags als Möglichkeit, auch dort zu verkaufen. Das hat vor allem eine große Kaufhauskette betrieben, hat geklagt gegen das Verbot der Sonntagsarbeit. Da habe ich einen Artikel gefunden unter der Überschrift, das ist ein Artikel aus einer katholischen Zeitschrift, Tag des Herrn. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ja. Das ist 2003 erschienen. Unter der Überschrift, sonntags geht die Uhr anders, zur Diskussion um die Sonntagsruhe. Und die haben gesprochen auch unter anderem mit einem Leipziger Historiker und Katholiken, Professor Ulrich von Hehl. Und er sagt, ich wehre mich dagegen, dass die Sonntagsruhe aufgeweicht wird. Wir haben durch den freien Samstag und durch die langen Ladenöffnungszeiten bisher schon, also alles 2003, bisher schon viele Möglichkeiten einkaufen zu gehen. Man muss nicht auch noch den Sonntag dafür hernehmen. Dann die Frage der Redaktion. Gehen wir einer Gesellschaft entgegen, die sich den Sonntag abschafft? Von Hehl. Wir gehen offenkundig Zeiten entgegen, in denen der Sonntag nicht mehr christlich zu rechtfertigen ist, weil wir immer stärkere Säkularisierungs- und Entchristlichungstendenzen beobachten können. Jetzt 18 Jahre später ist das alles schon viel weiter vorangeschritten. Wird ja zum Beispiel, ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber jetzt, natürlich gibt es im rot-rot-grünen Berlin schon längst die Forderung, das Party- und Tanzverbot am Karfreitag. Die Christen können ja in ihre Kirche, wir wollen Party. Karfreitag hat für uns keine Bedeutung. Also es geht immer weiter und es wird immer weiter fortschreiten. Die EKD hat dann als Reaktion eine Kampagne gestartet, vielleicht erinnern Sie sich noch an den Slogan, ohne Sonntage gibt es nur noch Werktage. Ja, so war das. Und sie startete eine Arbeitsgemeinschaft mit anderen Kirchen zum Schutz des Sonntags. Und da heißt es, als Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung haben Sonn- und Feiertag Einzug ins deutsche Grundgesetz gefunden. Jetzt passen Sie mal auf die Begründung ab, da will ich dann nachher aufbauen. Der Rhythmus, alle 7 Tage frei zu haben, ist nach christlichem Verständnis gute Schöpfungsordnung. Und Bischof Huber, damals EKD-Vorsitzender, der Sonntag ist ein Symbol für die Würde und die Freiheit, die dem Menschen von Gott her zukommen. Durch sie ist das Bild des Menschen in unserer Gesellschaft grundsätzlich geprägt. Also er ist nicht nur ein Konsumwesen, er ist nicht nur ein Arbeitswesen, sondern er ist ein Wesen auch hin zu Gott geschaffen. Der Sonntag ist ein Symbol für die Würde und die Freiheit, die den Menschen von Gott her zukommen. Durch sie ist das Bild des Menschen in unserer Gesellschaft grundsätzlich geprägt. Dabei soll es auch bleiben. Deshalb wollen wir den Sonntag als Tag des Gottesdienstes, der Muße und der Besinnung erhalten. Also Sie sehen, wenn wir jetzt von Raphael Samson Hirsch ausgehen und dann das betrachten, was dort Bischof Huber und andere gesagt haben, dann sind durchaus Grundfragen des Glaubens, des jüdischen, aber auch des christlichen Glaubens damit verbunden. Es lohnt sich also mal, die Zeiten, Zeitrhythmen, Ruhe- und Festtage anzuschauen. Man kann sich ja überhaupt wundern, dass in der Bibel so viel darüber geschrieben steht, dass das Gott so wichtig ist. Ich kann mich noch gut erinnern, es gibt ja immer so die Superfrommen. Und die Superfrommen haben die Neigung zu sagen, also es muss möglichst alles 110%ig sein, dann sind wir auf der richtigen Spur. Und da gab es dann so Sätze wie, bei Gott gibt es keinen Ruhestand und bei Gott gibt es sozusagen auch keinen Urlaub. Klingt gut, gell? Da klingt so, oh, das ist ein echter Christ, aber stimmt beides nicht. Stimmt beides nicht, wie wir noch sehen werden.
Gott ordnet sogar richtig an Zeiten, wo nicht gearbeitet werden soll. Und Gott ordnet an, sogar im Heiligtum, dass Männer aus dem Dienst ausscheiden sollen. Hat also einen tiefen Sinn. Und Sie werden sich vielleicht wundern, warum ich zum Eingang gelesen habe aus dem Schöpfungsbericht. Es ist klar, dass Gott selber Zeit und Raum nicht unterliegt. Er ist überzeitlich und er ist, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, er ist natürlich größer als das, was er geschaffen hat. Er unterliegt diesen Rhythmen nicht, aber Gott bindet sich freiwillig an solche Dinge. Gott hat eine Selbstbindung. Gott ist zuverlässig, Gott hält sich an sein Wort, Gott hält sich an seine Offenbarung, auf Gott ist Verlass, Gott ist nicht willkürlich. Also er sagt nicht heute so und morgen anders, könnte er machen. Wer will ihn hindern? Und so hat Gott auch Rhythmen geschaffen, die für diese Schöpfung von Anfang an galten. Und eins habe ich ja schon gesagt, es wurde Abend oder es wurde Morgen. Interessant, im Judentum und nach biblischer Schöpfungsordnung fängt der Tag mit dem Abend an, mit der Nacht und dann wird es Tag. Wissen Sie ja vielleicht, ich bin am Freitag gern in einer New Yorker Synagoge, aber nicht, dass ich ein Learjet besitze und da schnell rüberfliege, sondern online macht es möglich. Also so Mitternacht beginnt dann dort in der Synagoge der Schabbat-Gottesdienst und Freitagabend ist es. Ich glaube, die Regel ist sogar so gewesen, in der Tora wird vieles nur pauschal gesagt und man sagt im Judentum dann die mündliche Überlieferung, die Mishnah und andere, die sagen dann, die Tora sagt was und die Mishnah sagt wie. Also das ist jetzt mal ein Thema für sich. Also und da sind sie draufgekommen, wenn der diensthabende Priester an der Ecke des Blasens, wo ein Stein gefunden wurde, den man heute noch die Inschrift im Jerusalemer Museum sehen kann, der Stein des Blasens, da stand er mit seinem Shofar oder mit den Trompeten, ich weiß nicht, was war es, glaube ich, die silbernen Trompeten. Und dann hat er geguckt und wenn er drei Sterne am Himmel funkeln sehen hat, dann hat der Priester angewiesen, dass geblasen wird. Vorher gab es schon Warnung, dass der Schabbat beginnt und dann war Schabbat und mit all den Regeln, die dann galten. Ja? Und das ist also so, dass Gott sich da gebunden hat und dass er von Anfang an von Tag und Nacht spricht. Und es ist interessant, dass in der Schöpfungsordnung, wie werden denn diese Rhythmen, Tag, Woche, Monat, Jahr, gut, Woche ist jetzt nicht so, aber doch auch, ja, aber vor allem Tag, Monat und Jahr, wie kommt man eigentlich da drauf? Das sind astrophysikalische Gegebenheiten, das hat der Mensch sich ja nicht ausgedacht, das sind Ordnungen, die Gott gesetzt hat. Also ich verrate ja nichts Neues, wenn ich sage, wie kommt es zu Tag und Nacht? Durch die Erddrehung, die super, super, super exakt, ich glaube ein klein bisschen verliert die Erde jedes Jahr, ich weiß nicht wie viel, an Schwung, aber allein da könnten Naturwissenschaftler, was da alles dranhängt, dass die Achse nicht einfach mal schwabbelt und dass die Rotation sauber ist und so weiter. Aber daher kommt Tag und Nacht. Ja? Dann, wie kommt eigentlich der Monat zustande? Ja, der Monat ist die Umlaufbahn des Mondes um die Erde. Ja, 29, Sie wissen, mit dem Schaltmonat und so, aber das ist so im Grunde nach. Und wie kommt ein Jahr zustande? Auch das ist von Gott gegebene Ordnung, eine astrophysikalische Ordnung, durch die Umrundung der Erde in ihrer Laufbahn um die Sonne, in einer Ellipsenform, wenn ich es richtig weiß, ist keine Runde, kein Kreis. Ja, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich meine so ziemlich. Ja. Okay, das sind Gegebenheiten, die sogar noch vor dem Fall der Schöpfung, also warum habe ich das gesagt? Ich will damit sagen, Gott hat tief in die Schöpfung und damit tiefer auch in sein Seelen, in sein Ebenbild, nicht nur nach dem Körper, sondern nach Geist, Seele und Leib göttlich-kosmische Ordnungen eingesenkt. Und wir können nicht einfach darüber fahren wie mit einer Planierraupe. Ich kann nicht die Nacht zum Tag machen, ohne Schaden zu nehmen. Da weiß man schon inzwischen aus der Arbeitsmedizin und auch der Psychologie, die geringste Lebenserwartung, ob das jetzt mit dem Tag-Nacht-Rhythmus nur zu tun hat, aber wissen Sie, wer die geringste Lebenserwartung zumindest in Deutschland oder Mitteleuropa hat?
als Beruf, ich meine jetzt mal so Spezialberufe abgesehen, wo man früher Staublunge oder Asbest und sowas eingeatmet hat, aber sind heute noch die Gastwirte. Schichtarbeiter, Krankheitsanfälliger und so weiter, gibt's viele Untersuchungen. Du kannst nicht, auch viele, die in jungen Jahren gesagt haben, Schichtbetrieb, kein Problem für mich, kriegen später doch Probleme. Ja? Das ist ein Unterschied. Also man kann nicht, aber es geht jetzt, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt nochmal einschiebe, man merkt schon, dass unsere Arbeitswelt und unsere Gesellschaftsordnung schon etwas Diabolisches allein in diesem Bereich hat. Es ist dies, der Mensch kommt nicht mehr zur Ruhe. Der Mensch achtet die Zeiten nicht. Mit den Hühnern aufstehen und mit den Hühnern ins Bett gehen, also wenn die Sonne untergeht, das hat schon auch was. Und das Kunstlicht bei allem Segen, also können auch zu mir kommen, ich habe auch Glühbirnen, also jetzt natürlich alles Energiesparlampen, ist ja klar. Das heißt, ein paar habe ich mir gesichert, ja, damit man noch anderes Licht auch mal eine Zeit lang hat. Ne. Jedenfalls, aber das Kunstlicht ermöglicht natürlich ein ganz anderes Leben. Das war schon früher deswegen schwierig, weil der Normalbürger natürlich nicht wie Ludwig XIV. Kronleuchter anzünden lassen konnte. Da gab es eine Kerze, aber da hast du auch nicht Lust gehabt, ewig nur bei Kerzenlicht zu sitzen. Außerdem hat die Kuh Elsa am Morgen geschrien und der Hahn Erwin hat gekräht. Und es war denn wurscht, ob du noch lange an der Kerze beim Wein sitzen wolltest oder nicht. Du aufstehen heißt es, ja. Okay, also, aber heute, 24/7, eine Unruhe. Ich kann mich erinnern, als ich Bub war, ich war ja nicht gläubig und man... Damals gab es, bitte, ich hoffe, Sie sitzen, 3 Fernsehprogramme. 3! Erstes, zweites, das war was für Opa und Oma. Oberkreiner und sowas und Volkstheater, musste die Mama mitgucken als Bub. Ne? Oh, wei, oh, wei. Und das dritte, das waren dann auch noch so Schulsendungen manchmal oder sowas. Ja? Aber dann, der Knaller war, um 10, 11, ich weiß gar nicht mehr, wie das so genau war, kam, ich glaube, in einem Sender sogar noch die Nationalhymne, kann das sein? Im bayerischen Fernsehen war das, glaube ich, der Fall. Oder Bayern, du schönes Land, die bayerische Hymne. Und dann kam Testbild. Opa regelmäßig beim Fernsehen eingeschlafen ist und mit dem Piepen im Testbild aufgewacht ist. Da war Ende Gelände. Ja, heute rund um die Uhr, Dutzende, hunderte Kanäle. Neulich einen neuen Vertrag abgeschlossen bei der Telekom, es ging eigentlich um Telefonieren und Internet. Ja, ich könnte doch auch TV dazu buchen. Wie gesagt, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Ich brauche das alles gar nicht, diese Masse. Angebot über Angebot und Unruhe. Jahreszyklen, Lebenszyklen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Gott auch Rhythmen ins Leben gelegt hat? Geboren werden, vollkommene Abhängigkeit, zunehmende Radiuserweiterung, Selbstständigkeit, Pubertät, die Lösung, Eigenständigkeit, Selbstständigkeit, selber Familie tragen. Und dann kommt wieder die Zeit der Reduktion. Aus der Selbstständigkeit kommt man wieder in die Abhängigkeit. Sie kennen ja das nette Bild. Hans in jungen Jahren, als Baby mit Windel, und Hans in alten Jahren, als Opa mit Windel. Das Anfang, das Ende kehrt zum Anfang. Das ist eine tiefe Pädagogik Gottes. Also es kommt ja nicht bei allen so weit. Aber warum ist das eigentlich so? Warum baut das ist jetzt allerdings eine Notordnung, weil der Mensch ja nach dem Sündenfall ein Sterbender war. Aber er baut ja ab. Er baut auf und baut ab. Das ist doch Pädagogik Gottes. Da steckt doch was drin. Es gibt Lebensrhythmen. Es gibt Aufbauphasen, es gibt Sturm- und Drangphasen, es gibt Phasen, da meint man, das Leben ist schon irgendwie vorbei, Midlife-Crisis und dann kommt die Phase, wo man eigentlich, also früher habe ich nie an Rente gedacht. Ja? Also ich, manchmal denke ich jetzt schon dran. Bei mir wird sich gar nicht viel ändern, denke ich mal. Nur das Geld kommt woanders her, aber es ist ja, das kann ja jeder verstehen. Familie, Gründung, Aufbauphase, Konsolidierungsphase, Stabilisierungsphase. Da waren wir noch, wenn man jetzt mal in die gesellschaftspolitische geht, waren wir noch immer fürs Progressive, für die Veränderung.
die Gesellschaft muss gerecht werden, Marx hatte doch recht. Ja? Und je mehr man selber hat, desto mehr wird man dann Kapitalist. Ja? Also alles so Rhythmen, muss nicht immer so sein. Tiefe, also jetzt nicht unbedingt die politische Ausrede, aber das sind tiefe Ordnungen Gottes. Auch der Wochenrhythmus, der ist jetzt, den habe ich ein bisschen ausgenommen, der ist jetzt nicht astrophysikalisch festgelegt, aber durch Gott selber. Denn in 6 Tagen hat Gott Himmel und Erde geschaffen und am 7. Tag ruhte er. Das heißt nicht, dass Gott ein Päuschen nötig gehabt hätte, denn Gott schläft und schlummert nicht, aber er hörte auf, Neues zu schaffen. Jetzt ist die Schöpfung so, und sie kann sich in den Naturgesetzmäßigen mit der Software und der Hardware, die ich geschaffen habe, unter meiner Energiezufuhr und Gesetzmäßigkeitsaufrechterhalten der Lichtesenergie entfalten. Das ist der Gedanke. Und deswegen, wenn wir das jetzt so als kleinen Vorbau nehmen, dann wundern uns nicht, dass Gott Festzeiten anordnet. Und dann merken wir auch, das ist gar nicht so. Es gibt ja Passagen in der Bibel, du denkst dich, mich hätte vielmehr die Wolke interessiert, in der Jakobus, Johannes und Petrus waren. Wie war das? Oder als Mose auf dem Berg war, ich war im Sinai. Hey, warum hat der Herr da nicht ein Foto in die Bibel gestellt? Zumindest eine Zeichnung. Oder wie war der Himmelswagen bei Hesekiel? Wie ist es genau mit den Tieren in der neuen Schöpfung? Und solche Fragen. Vieles, was uns brennend interessiert, wird oft ausgelassen. Lazarus kommt raus, da wird nicht beschrieben, wie der Leib wiederhergestellt, die Geistseele aus dem Totenreich kommt, der fliegt einfach raus, wickelt ihn los und hilft ihm gehen. Und dann gibt es aber Passagen, Stiftshütte, das machst du so lang und das so breit und das so tief und das überziehst du mit dem und das aus dem Material, aber nicht so und nicht so und das Tier nimmst du da. Und du denkst, ach, liebe Leute, hätte da nicht, wie es mein Buch Eser beim Bericht der Statthalter an den König geschehen ist, genügt und so weiter und so fort. Muss ich das wissen? Es sind oft diese Ordnungen, wo Gott tiefste Geheimnisse und Offenbarungen hineingelegt hat. Und so ist auch mit den Opfervorschriften und den Festzeiten. Da denkt man auch, naja, was die jetzt genau an welchem Tag schächten mussten. Aber der Herr, 3. Mose 23, sagt, er redet zu Mose, redet zu den Söhnen Israel, die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt. Meine Feste sind dies. Ein Fest mit Gott. Eine besondere Zeit mit Gott. Ist ja klar, wenn Gott sagt, mach das, dann hat er auch eine besondere Verheißung, oder? Es war ja jetzt vor kurzem Yom Kippur und dann auch Rosh Hashanah, also das neue Jahr. Es ist vorher und dann kommen die Slichot-Gebete. Ich weiß nicht, ob Sie das mal im Video gesehen haben, wenn zehntausende fromme Juden an der Klagemauer Bußgebete sprechen, nachsprechen, singen, sich vor Gott beugen, Slichot, die Zeit der Umkehr, der Reinigung. Und sagen wir nicht, dass alles nur religiöses Getue, das ist den meisten sehr ernst. Sie wissen, wir können als Menschen vor Gott nicht bestehen. Schon Salomo sagt, da ist keiner, der vor dir bestehen kann. Es ist kein Mensch, der nicht sündigt. Alle brauchen wir Vergebung. Und dann kommt, nach der Slichot-Zeit kommt dann Yom Kippur. Alles vergeben. Das war das Fest mit den Ziegenböcken und der wurde Asael und wurde rausgetrieben in die Wüste und danach Talmud wurde dann das rote Band, das dem einen ans Horn gebunden wurde, dem Bock, der in die Wüste getrieben wurde, das wurde weiß. Gott hat vergeben, das war das Zeichen, das war der Tag, wo der einzige Tag, wo der hohe Priester auch ins Allerheiligste ging mit dem Blut. Und dann kommt das Fest, Shavuot, das war jetzt erst. Ach, Entschuldigung, du nickst. Sukkot kommt. Sukkot, Shavuot des Pfingsten. Sukkot. Und da heißt, und ihr sollt euch freuen. Zweimal, Gott gebietet Freude. Es ist wieder alles in Ordnung zwischen uns. Lebt,
freut euch, arbeitet nicht, bleibt bei mir, bleibt in der Gemeinschaft. Keine Diebe werden kommen, kein Feind wird kommen. Ich will euch versorgen, ich bin für euch da. Freut euch vor meinem Angesicht. Genießt die Gemeinschaft mit dir, gereinigt und geheiligt. Und da merken wir doch schon, dass es tiefe geistliche Zusammenhänge sind, die im Alten Testament vorgeschattet sind, aber dann mit Christus, dem Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks und dem wahren Gotteslamm zur Erfüllung gekommen sind. Meine Feste sind dieses Sabbat, keinerlei Arbeit. Ich mache nur Fragmente. Heilige Versammlung, die er ausrufen soll zu ihrer bestimmten Zeit. Keinerlei Dienstarbeit. Eine ewige Ordnung in euren Wohnsitzen für eure Generationen. Eine Zeit der Ruhe, der Erinnerung. Warum bin ich in dieser Welt? Was ist das Entscheidende? Wem verdanke ich alles? Für wen will ich leben? Was ist mein Ziel? Wo soll es noch hingehen? Wie viele Jahre habe ich noch? Was will ich in diesen Jahren? Bin ich meiner Frau eigentlich gerecht geworden, meinen Kindern? Jage ich nur um Geld nach, noch mit 78, um die vierte Eigentumswohnung zu haben? Schwimme ich noch bis ins hohe Alter so? Gestern hat mich jemand angerufen und hat gesagt, ihr müsst mal über Geld und Mammon sprechen. Ich habe gesagt, du hast recht. Ich denke an jemand anders. Ich will jetzt das Leben noch genießen. Viel Geld. Jetzt will ich noch. Die letzten Jahre lasse ich es richtig krachen. Ein anderer, ich habe es krachen lassen, aber jetzt habe ich gemerkt, die letzten Jahre ganz mit Jesus. Und dazu brauchen wir für solche Grundsatzentscheidungen, also die eine ist falsch, die andere ist richtig, brauchen wir immer wieder Zeiten der Ruhe vor Gott. Deswegen seid ihr doch jetzt da. Und es tut mal gut, vor Gott zu sitzen und zu fragen, was willst du? Ihr sollt euch demütigen, es soll Ruhe sein und dann sollt ihr euch freuen. Aus der Beziehung zu Gott kommt die tiefe Freude. Also Gott will Ruhe und Festzeiten, Urlaub, aber nicht nach Leib und Seele, sondern nach Geist, Leib und Seele. Das ist wichtig. Gott hat nichts gegen den Skiurlaub. Gott hat nichts dagegen, wenn du mal eine Bergtour, nicht eng. Aber wir wollen nicht Urlaub von Gott, sondern Urlaub mit Gott. Manche haben so ein 24-7, ich lerne es schon noch richtig rum zu sagen, und so eine Mühle und die ganze Arbeitsteiligkeit und die ganze. Durch die Arbeitsteilung sind die Prozesse natürlich vor allem für einfache Arbeiten nicht mehr so zufriedenstellend. Man sieht das Gesamtprodukt, das ist alles getaktet, man kommt sich wie ein Rädchen in einer Maschine vor. Manchmal ist gar nichts zu tun, aber ansonsten muss es laufen wie, ihr wart doch alle berufstätig. Wisst doch, wie das ist. Und dann hat man Zeit. Manchmal habe ich den Eindruck, die eine 80% der Zeit jagt man Geld nach, um die anderen 20 dann so mit zu verdödeln, dass man das Geld ausgibt. Ja, jetzt lasse ich es mir auch gut gehen. Da macht man sich dann den Wochenendstress oder den Freizeitstress. Dahin, dorthin, das. Und der Herr sagt, lass doch mal. Setz dich mal vor mich hin. Lauf mir mal nicht permanent davon. Ich denke an diese jüdische Familie, die sagt, wir genießen den Sabbat. Die sehen das gar nicht als Gesetz. Wir denken immer, die sind ja alle eng. Das ist ein Geschenk. Ich muss jetzt nichts tun. Ich habe das erst die letzten Jahre so richtig entdeckt. Und das ist so befreiend. Ist so befreiend. Es gibt einen Tag, das muss nicht der Sabbat sein, muss auch nicht der Sonntag sein. Das wäre jetzt ein Thema für sich, wie der Übergang war von Schabbat zum ersten Tag der Woche, also dem Auferstehungstag. Aber es geht jetzt zunächst mal nur um den siebten Rhythmus ganz generell. Einmal hier bin ich. Ich muss nicht arbeiten, ich muss mir kein Riesenprogramm, ich bin für den Herrn, der Herr für mich. Das so rum geht es eigentlich zuerst. Und für meine Familie da. Und ich muss auch nicht hunderte Kilometer fahren. Man sagt mancher Arbeitgeber, ja, meine Mitarbeiter, die haben so einen Stress am Wochenende, die kommen am Montag mit hängender Zunge.
Am Freitag sind sie müde vor Arbeit und am Sonntagabend sind sie müde vom Ausflug oder von einem Kurztrip. Viele von uns, also ihr jetzt vielleicht weniger, weil da die Rentnergeneration überwiegend ist, aber die sind so innerlich aufgekratzt und gedreht, dass sie gar nicht mehr zur Ruhe kommen können. Und ich sage es immer wieder, dieses Teil trägt dazu was bei. Heute habe ich auf den Weg geschaut, der da hoch in den Wald führt, sehe ich vier junge Männer, es war offensichtlich die Mittagspause in der, drüben im Krankenhaus. Die vier liefen, und ich mache ihnen auch gar keinen Vorwurf, aber alle vier liefen so. Die liefen nebeneinander. Also jetzt, mir geht es jetzt nicht gegen die vier, aber dann hat man mal nichts, dann muss man doch gucken, was auf Facebook, was auf Telegram, auf Instagram, auf WhatsApp, auf Facebook. Vielleicht hat einer eine Mail geschickt, wie sind eigentlich die Börsenkurse, was macht eigentlich meine Hulda zu Hause, da können Sie auch mal rufen, alles, aber es wird eine Unruhe, man hält schon kaum aus. Das Zeppen, plapp, plapp, plapp. Ich wäre dafür, dass wir wieder um 23 Uhr das Testbild senden. Wer hat? Jetzt ist doch gestern ein paar Stunden lang, ich glaube weltweit, Facebook, WhatsApp, oh ja, meine Jungs, WhatsApp ist ausgefallen, Facebook. Also, es sind jetzt ganz normale 14- und 17-Jährige, ganz normal, aber das war schon ein Stück weit Weltende. Also das war, also wenn das jetzt lange anhält, nur eine so absolute Sonnenfinsternis über eine Woche kann schlimmer sein, ne? Ich sage das nicht als Vorwurf, ich sage nur, so ist unsere Zeit, wir werden mitgerissen, wir kommen in diese Unruhe hinein, der Feind tut alles, uns ständig in der Bewegung zu halten. Es gibt ja das Buch von C.S. Lewis, Anweisungen an einen Unterteufel, und eine Passage geht darum, dass die Menschen von Gott dadurch weggezogen werden, dass sie ständig beschäftigt sind, ständig mit irgendwas, ständig belegt sind, nicht mehr zur Ruhe kommen. Also Gott will keine Mitarbeiter im Hamsterrad. Nun, im Arbeitsleben, Sie können nicht sagen, hier du, hör mal her, Chef, du bist zwar nicht gläubig, aber hör dir mal den Vortrag von der Langensteinbauer Höhe an, mir ist klar geworden, wir brauchen mehr Ruhezeiten, auch im Arbeitsablauf. Wie bauen wir das jetzt ein, dass er rutscht mal einen Buckel runter, ich erhöhe jetzt die Drehzahl, da muss noch mehr gehen bei uns. Also manches können wir einfach nicht ändern. Aber wo wir noch selbstbestimmt, da ist es eine Grundsatz- und elementare Frage, geistliches Zeitmanagement und Konzentration aufs Wesentliche zu haben. Man kann sich im Tausenderlei verlieren, das muss nicht einmal Sünde sein, aber kommt nie zum Wesentlichen. Und zum Wesentlichen gehört, zur Ruhe zu kommen vor Gott. Tag-Nacht-Rhythmus, eine gewisse Ordnung im Leben. Bitte, ich bin da nicht sklavisch, aber es merkt auch jeder, vor allem wenn er älter wird. Das ist irgendwie, das tut mir eigentlich nicht gut, Kraut und Rüben zu leben. Ja? Tut mir nicht gut. Jung steckt man das noch besser weg, aber es tut mir auch geistlich nicht gut. Ich brauche, früher war ich so ein Freigeist, da habe ich gedacht, also das Genie beherrscht das Chaos so ungefähr. Ja, aber meistens beherrscht das Chaos dann. Und das ist, es gibt gute Ordnungen, man steht auf, jetzt kriegt man immer erst Kaffee, ist klar, ist auch eine Ordnung, und dann stille Zeit vor Gott, ohne Programm. Jetzt ist die Zeit, es gibt eine gute Ordnung, ich gehe in die Gemeinde, ich gehe in den Hauskreis, ich gehe 2-3 Mal im Jahr auf eine Freizeit, eine Woche Festzeit vor dem Herrn, aber nicht nur nach Leib und Seele, sondern nach Geist, Seele und Leib. Ich möchte meine Zeit nicht irgendwie verbringen, sondern mit Gott. Und da ist man gesegnet. Lebensrhythmen.
Ab 50 mussten die Leviten aus dem Dienst ausscheiden. Das heißt nicht, dass sie nichts getan haben, aber dass sie ihr Leben jetzt anders gestalten und konzentrieren mussten. Und gut, würden die Leute wurden früher, das war noch ein bisschen eine andere Zeit, sagen wir es verkürzend so, sie sollen ihren Brüdern helfen. Aber es gibt zum Ende hin, die letzten Jahrzehnte, eine Phase der Zurüstung und der Konzentration beim Übergang in die andere Welt. Und die muss man bewusst annehmen und leben. Je früher, je besser. Irgendwann muss das Rennen und Laufen in dieser Welt aufhören. Und Gott freut sich darüber, wenn wir kommen. Es geht gar nicht, dass jetzt irgendwelche Ordnungen und ganz genau, aber ich habe gerade versucht zu sagen, der Mensch ist eben doch von Gott mit einer gewissen Struktur geschaffen. Er tut sich mit guten und gesunden persönlichen Traditionen leichter. Die Juden haben zum Beispiel dreimal Gebetszeiten, Gebetszeiten, die an Opferzeiten im Tempel angelehnt waren. Das ist nicht schlecht. Jede Ordnung ist schlecht. Also ohne Gott verliere ich mich in der Welt, verliere ich die Prägung, kommt das Ewige im Zeitlichen zu kurz, geht unter, verliere ich mich in der Welt. Ohne Ruhe vor Gott verstricke ich mich in diese Welt und ihren Betrieb. Es ist so. Und in der verdichteten Endzeit, in der wir leben, sind diese babylonisch-antichristlichen Kräfte und diese Mühle, diese Waschmaschine, die ist angelaufen wie vielleicht noch nie zuvor. Ich denke noch an eine alte Frau, mit der ich auch darüber gesprochen habe. Also die haben noch wirklich geschafft, auch wenn ich an meine Oma denke. Hallo? Ich dachte, also da denkst du als Junge, ob du jemals so, irgendwie waren die immer fleißig, war halt die Schwaben, gell, die alte Generation, die alles aufgebaut, die Schwaben. Aber die hatten irgendwie doch noch Zeit. Sie hat mir dann gesagt, wir haben aber das ganze Leben, auch meine Oma hat mir das gesagt, wir haben viel und hart gearbeitet, aber das ganze Leben war nicht so unruhig, war nicht so gehetzt, getrieben. Man hat immer noch Zeit für ein Gespräch gehabt, war füreinander da. Vielleicht ein bisschen idealisierend, aber meine Oma hat es ja Jahre 1910 noch erlebt. Und wir haben 40-Stunden-Woche oder 35-Stunden-Woche, wenn man bei VW oder in der Chemiebranche arbeitet, und haben keine Zeit mehr. Weder für unsere Familie noch für andere Dinge. Ist doch komisch, eigentlich müssten wir doch viel mehr Zeit haben. Nein, wir haben keine Zeit mehr. Das Erste, was die Kinder im Kinderwagen lernen, ist, nachdem sie Oma und Papa und Mama sagen konnten, keine Zeit, keine Zeit. Und wer heute was gelten will in der Welt, muss sagen, keine Zeit. Was glaubst du, was bei mir los ist? Das Schlimmste ist, was einer sagen kann, ich habe Zeit. Ja, was ist mit dem los? Leistet der nichts? Schafft der nichts? Ich denke, Andreas wird am Samstag da auch einiges dazu sagen, dass es eine gute Balance gibt, eine geistliche Balance. Man muss nicht ein Faultier sein, aber man muss auch nicht ständig der Hamster im Laufrad sein oder überhaupt nicht der Hamster im Laufrad. Geistliches Zeitmanagement. Wir können gerade die Ordnungen der Zeit, des Tages, der Woche, des Jahres, der Lebensrhythmen nicht ohne Gott gut gestalten. Wir brauchen hier sozusagen das Licht Gottes oder um es mit Thomas von Aquin zu sagen, wir sollten alles aus dem Blickwinkel Gottes betrachten. Immer wieder hat der Mensch versucht, diese Ordnung zu sprengen. Es gab die Versuche der 10-Tage-Woche, Französische Revolution 1794, Notre Dame, Kult der Vernunft, 10-Tage-Woche, neue Zeitrechnung. Russische Revolution, da war etliche Jahre von 29 bis 40 unter Stalin, 10 Tage, wo es ging natürlich um Produktivitätssteigerung, sind immer zurückgekehrt, immer eine Katastrophe geworden. Es klappt halt nicht, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Wer die Zeitrhythmen Gottes missachtet, der wird ernten, was er gesät hat, in dem Fall eben Negatives. Und heute, ich habe schon gesagt, 24-7, das ist eigentlich noch schlimmer. Der Neomarxismus feiert ja fröhliche Urstände, der geschlechtslose Mensch, Nietzsche, nimmt Gestalt an, sprengt alle Ordnung Gottes.
Wir sind Gott. Wir setzen die Rhythmen. Wir setzen, was gilt. Wir sagen, wer der Bestimmer ist. Und das ist der Mensch als Maß aller Dinge. Und deswegen heißt es auch von der letzten großen wiedergöttlichen Macht und Kraft, die die Bibel Antichrist nennt, antichristliches Reich, antichristliche Macht, er verändert Zeiten, Zeitrhythmen. Wir sind schon mitten in diesem gesellschaftlichen Prozess drin. Also der Feind will, ich will in die Schlussgerade einbiegen, der Feind will immer Betrieb, Unruhe, kein Nachdenken, kein zur Besinnung kommen. Irgendetwas muss immer los sein. Das blockiert unser Denken. Und selbst dann, wenn wir mal Ruhe hätten, können wir nicht mehr denken, weil wir blockiert sind. Also ich behaupte, vielleicht ist auch mit dem fortschreitenden Alter, also ich bin ja nicht alt, aber ich meine, ich bin trotzdem auch älter geworden, ist jetzt kein Geheimnis, aber ich glaube, früher habe ich klarer denken können oder bilde ich mir das nur ein. Und heute bist du durch so vieles belegt, also selbst wo du Zeit hast zum Denken, kann ich nicht mehr so denken, wie ich früher denken konnte. Ich führe das mit auf das Viele, was in unserem Leben heute auf uns einstürmt. Müde macht. Und die Idee ist natürlich, dann bleibt das Wichtige auf der Strecke. Ich mache das am Beispiel deutlich, Angela Merkel ist ja jetzt nur noch geschäftsführend im Amt, bis der neue Kanzler, Kanzlerin gewählt ist. Ich habe mal den provokanten Satz gesagt, mir genügt Helmut Kohl oder wer auch immer, ein Regierungschef, der damals in Bonn am Rhein spazieren geht. Von mir aus kann den ganzen Tag auf und ab gehen, sich ein bisschen informieren lassen und so. Und dann trifft er ein oder zwei gute Entscheidungen. Mit Stille und Ruhe. Ist natürlich idealisiert. Ist man lichter wie jemand, der in einem Waschmaschine ist und die Entscheidung nur so rausfällt. Ein oder zwei gute Entscheidungen pro Tag. Ganz oben. Der Rest kann man delegieren. Grundsatzentscheidung. Und wir spüren doch, wie unsere Zeit gehetzt und kurzatmig ist. Ich meine, in der Finanzwelt gibt es ja den Witz in der Dotcom-Blase, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, um die Jahrtausendwende, wo alles gehypt wurde, was irgendwie Dotcom.com hinten hatte. Da hieß es, oh, das ist ein langfristig orientierter Anleger. Wenn er am Montag Aktien gekauft hat, die er bis Freitag halten wollte, war langfristig orientiert. Ja, früher, da hat einer eine Daimler gekauft, und die blieb liegen und wurde vererbt und nochmal vererbt. Das war so. Die Zeiten sind vorbei. Entwicklungszyklen, neue Modelle. Früher gab es den VW Golf 2 bis zum Erbrechen. Und dann gab es den 3er. Heute ist der 8er oder ich weiß gar nicht, wo wir sind. Oder EOS oder wie die Dinger jetzt heißen. Noch nicht im Schaufenster, da wird schon das Neue wieder angekündigt. Hast dein Smartphone länger wie 4 Jahre, kannst du es bald wegschmeißen. Wird nicht mehr, gibt es keinen Support mehr. Computer. Unruhe, Betriebsamkeit. Bis hinein in die Gemeinden. Ich glaube, manche Gemeinde, die will einen Orden in möglichst viel Lossein bekommen. Ich bin nicht für schläfriges Christentum. Und der 90-Jährige muss nicht den Rhythmus einer Gemeinde bestimmen. Aber ich sage, jeder muss ein individuelles Maß finden vor Gott. Und dazu gehört die Ruhe vor Gott. Ich sage jetzt einfach mal, jeden Tag 15 bis 30 Minuten besondere Ruhe vor Gott. Jede Woche einen Tag. Jedes Jahr mindestens 1 bis 2 Wochen auf der Langensteinbacher Höhe. Zur Not auch woanders. So als eiserne Ration, dass Gott uns ansprechen kann, korrigieren kann. Spaziergänge mit Gott. Smartphone zu Hause lassen, Viehquassler zu Hause lassen, am besten allein mit dem Herrn. Also Gott will immer wieder uns zur Ruhe führen, das ist auch Sinn dieser Festzeiten. Er will, dass wir Atem holen in seiner Gegenwart, dass wir zur Ruhe kommen. Unsere Seele wird krank, spürt er das denn nicht auch? Dass wir dafür gar nicht geschaffen sind für so eine Welt, dass wir darin nicht glücklich sind. Und dass bei allem Hetzen und Hasten das Glück uns immer mehr zwischen den Fingern zerrinnt und dass es keine wirkliche Lebenssubstanz und Qualität ist. Aber Leben im Rhythmus Gottes, am Puls Gottes, am Herzschlag Gottes, das ist Qualitätszeit, das ist keine verlorene Zeit. Und mitzunehmen, was man mitnehmen kann, ist letztendlich verloren.
Maßstab könnte sein, wenn du denn nicht mehr im Moment leben kannst, sondern immer im nächsten Moment denkerisch bist, dann ist etwas zu unruhig in deinem Leben. Ich kenne das, wenn du viel um die Ohren hast. Ich war nie eigentlich bei dem, wo ich gerade bin, sondern ich war gedanklich immer schon beim Nächsten oder beim Übernächsten. Selbst da hat man sich zum Beispiel meinetwegen riesig gefreut auf eine Romreise oder sonst irgendwas. Aber dann saß man am Pantheon, da war man gedanklich aber schon immer, wann es vorbei ist und was dann kommt und was nächste Woche ist. Kennt ihr das? Ja. Man kann nicht im Jetzt leben. Ich meine nicht, dass verantwortungslos ist, egal was morgen ist. Das meine ich nicht, man muss schon ein bisschen überlegen. Aber jetzt bin ich da, jetzt ist der Herr mit mir da. Jetzt, sorget euch, so verstehe ich auch, sorget euch nicht für das Morgen. Und Gott gibt Zusagen. Wir werden nichts verlieren, wir werden gewinnen. Bernhard von Clairvaux, ich komme zum Schluss, sagt, wenn wir uns hier zu sehr einrichten in dieser Welt, besteht die Gefahr, dass wir das Exil des irdischen Lebens der himmlischen Heimat vorziehen. Wir wollen nicht gehen, weil wir glauben, das ist das Leben und hier verlieren wir alles und gewinnen nichts. Und Gott sagt hier, das ist noch gar nicht das Wirkliche kommt erst. Und das ist die Pädagogik der Lebensrhythmen. Da sagt der Herr, weißt du was, das machen wir jetzt. Wie es vom Embryo so ging, in die Fülle der körperlich-geistig-seelischen Kraft, und so geht es im Alter. Bei manchen macht es einmal plupp, Schlaganfall, Rollstuhl. Ist schon mal eine sehr große Limitierung. Aber das ist doch Pädagogik. Da will uns doch jemand auf was hinführen. Also Gott will, dass wir Atem vor ihm holen. Wir wollen nicht rennen und laufen, sonst rennen und laufen wir am Eigentlichen vorbei, sondern rennen und laufen als Arbeiter im Weinberg des Herrn an der Hand Gottes. Die Zahl der ausgebrannten Frustrierten nimmt ständig zu. Auch deswegen, weil wir verlernt haben, in der rechten Balance zwischen den Ruhe, den Zeiten der besonderen Gemeinschaft und den Arbeitszeiten zu leben. Eine neue Last, jetzt muss ich auch noch ruhen, ach du Schreck, jetzt muss ich das auch noch einbauen. Noch ein weiterer Punkt, nein, eine Chance. Es ist ein Glaubensschritt zu sagen, wie Martin Luther, heute habe ich viel zu tun, da muss ich viel beten. Ich gestehe euch, ich habe es oft umgekehrt gemacht, ihr auch. Oh wei, was ist heute alles los? Naja, dann machen wir mal fix stille Zeit und kurzes Gebet. Und dann geht's los. Und dann wurde es ein wilder Tag und am Abend ist, ich übertreibe jetzt, eingefallen, ich bin ja auch noch Christ. Also jetzt übertrieben. Fix und fuchsi, seelisch, körperlich, irgendwann völlig ermüdet. Und der Herr sagt, so will ich das nicht. So will ich das nicht. Mit ihm. Ich darf mit ihm leben. Muss nicht hetzen, muss nicht faul sein, darf seinen Rhythmus aufnehmen. Und das ist ein Geschenk, eine neue Qualität, Qualitätszeit Gottes. Amen. Wolfgang, würdest du noch mit uns beten, aber damit die imaginären Zuhörer gut verstehen, hier vorkommen. Unser Gott und Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für das Wort, was wir gehört haben. Und deswegen sind wir hier, Herr. Wir gehorchen dir, Herr. Wir haben dein Wort, wir haben deine Bibel, die hast du uns geschenkt, Herr. Und die schließt uns nach und nach und immer mehr und mehr auf, dass wir uns ausstrecken nach deinem Wort der Wahrheit, Herr. Das hast du auch mit dieser Predigt, mit diesem Wort, was wir eben gehört haben, bezwecken wollen. Herr, ich will nicht, ich rede von mir ganz persönlich, dass ich will und nicht lebe nach Seele und Leib, sondern nach Geist, Seele und Leib. Du willst dich offenbaren in einem jeden von uns, der heute hier ist, Herr. Amen. Ja, jetzt verabschieden wir uns von den Zuschauern im Livestream.
Ich erinnere nochmal daran, morgen 8 Uhr, Morgenlob hier. Jetzt noch einen guten Abend und dann auch eine gute Nacht und bis morgen. Ab 8.20 Uhr ist Frühstück. Also ich gucke mal Erzgebirge und Blauen an. Dass ab 8 Uhr, man muss nicht um 8.20 Uhr kommen. Wir schließen dann um 9 Uhr gemeinsam ab. Aber ab 8.20 Uhr, am besten ins Morgenlob gehen, dann verpasst man auch das Frühstück nicht. Gell? Okay, also gute Nacht, bis morgen.